Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Direwolf 20. Heute mal alleine. Ich habe den Molde leider nicht auftreiben können und ich habe noch eine Folge für morgen, also morgen ist Montag, gebraucht und naja. Gott, da werden wir schon beschossen. Und ja, wieso stehen wir heute hier draußen rum? Naja, ich muss mal ganz schnell was machen, denn ich habe mir ganz heute überlegt, lassen wir doch heute einfach mal einen kleinen Zirkus besuchen, einen kleinen Kirchenbesuch machen. Ich habe mir da was mal über die Tage zusammengebaut. Ey, also ich hatte ja, glaube ich, in der letzten Folge schon mal oder einer der letzten erzählt, dass ich bei mir in der Familie einen Todesfall gab, also dass meine Oma gestorben ist. Und da habe ich mir gedacht, komm, du musst dich irgendwie ablenken. Und quasi nichts hat geklappt. Und habe ich mir gedacht, komm, jetzt baue ich mal irgendwas Großartiges auf dem Server auf. Und ich habe mir gedacht, ey, irgendwas von The Legend of Zelda. Und ich wollte einfach den Tempel der Zeit nachbauen. Ey, ihr wisst gar nicht, was das für ein Aufwand war. Ich habe mir wirklich diesmal richtig fett Mühe gegeben. Ich habe extra mal ein paar Schafe ge gesucht. Wirklich hier mit Smooth Whitestone und Blackstone gearbeitet, Marble Pillars gemacht. Dann hier sogar extra noch drei Edelsteine genommen und die wirklich sogar noch umgenannt. In den Goron Rubin, den Sora Saphir und den Kokiri Smaragd. Hab dann auch wirklich hier versucht mit den Carpenter Blocks so ein Triforce hinzukriegen. Das war schon ein kleiner Akt, finde ich. Dann fällt mir hier gerade was auf, da habe ich was vergessen. Hier wirklich auch versucht mit diesen Verzierungen zu arbeiten, diesen Posts von Forge Microblocks. Hier mal überall diese Fenster reingehauen, die gechiselt, diese Glasspanes. Und dann sieht man es von hier schon, auch so wie es sein soll, in der Mitte des Saals, das Schwert. Das Master Sword. Das habe ich wirklich noch mit Tinkers Konstrukt zusammengeknüppelt. Bin ich ehrlich, das habe ich gecheatet. Weil wir dafür eine Schmiede gebraucht hätten, weil ich wirklich kein Papier verschwenden wollte, also benutzen wollte, sondern wirklich auch eine Stahlklinge und so weiter. Aber da es bei uns dann noch nicht die Schmiede gibt, also die offizielle Schmiede, wollte ich das lieber noch nicht vorwegnehmen. Und hier so ein Etherics-Wort hatte ich mir auch überlegt. Aber nein. Das wäre dann doch ein bisschen krass gewesen. Unstable Ingots, Obsidian, das hätte zu viel weggenommen. Also bitte verzeiht mir, dass ich hier dieses Schwert gecheatet habe. Ich habe dafür ca. 4 Diamanten weggeworfen. Aber dafür werde ich auch dieses Schwert nicht benutzen. Das bleibt schön hier, wo es sein soll. So, Beleuchtung habe ich jetzt hier mit. Findet man es? Nee. Da habe ich hier mit Glowstones gearbeitet, die ich verziert habe als Cleanstone. Und da sehe ich auch noch einen kleinen Baufehler. Mein Gott. Eigentlich hatte ich mir überlegt, ob ich hier noch Fenster reinmachen soll, dass hier so irgendwie so ein Lichtblitz noch unterscheidet, aber ich fand das da dann. Meh. Das hätte nicht ausgesehen. Also, das war wirklich etwas, da habe ich mir sowas von derbe Mühe gegeben. Hier auch wirklich mit diesen Wasserbecken. Alles zu ebnen war ein Krampf. Hier, diese Iron Bars. Ich habe versucht, die bestmöglichen rauszujizzeln. Die Dächer hinzukriegen war ein Aufwand. Mit dem Spitzendach hier bin ich eigentlich so gar nicht zufrieden. Ich weiß aber auch echt nicht, irgendwie sah alles scheiße aus. Ich habe es einfach später so gelassen. Ich fand, das sah am besten aus. Hier auf dem Dach habe ich größtenteils wirklich noch diese Brick Slabs verteilt. Wirklich hier oben rum so eine Verzierung von den Posts gebracht. Also, das war wirklich ein Akt. Da habe ich mir am meisten Mühe gegeben. Was ich jetzt immer noch ein bisschen schade finde, dass hier immer noch Monster spawnen. Also hier drin. Also auch hier vor, meine ich jetzt. Ich hatte eigentlich den Gedanken, dass ich einfach eine Magnum Torch hinsetze. Bloß, das würde bei uns da vorne auch noch was verändern. Also, dass da keine Monster mehr spawnen. Dann habe ich gesagt, komm, das kommt in der Folge. Das ist jetzt blöd, wenn ich das mehr cheate. Es war auf jeden Fall richtig lustig, manchmal zu sehen. Ja,
Dort spaut sich eine Kirsche. Oh, da sind Zombies in der Kirsche. Irgendwas machst du falsch. Aber ich muss sagen, das war auf jeden Fall eins der größten Werke, die ich je geschaffen habe, finde ich. Also, ich bin richtig stolz drauf. Die Musik ganz kurz. Das ist jetzt nicht das richtige Lied vom Tempel der Zeit. Hätte ich das genommen, glaube ich, so. Ich drück's mal so aus. Hätte ich irgendwie so ein paar Anwälte von Nintendo im Arsch gehabt und ich glaube, YouTube wäre dann erstmal gewesen. So. Habe ich mir einen Remix rausgesucht. Den werde ich auf jeden Fall noch verlinken, dass es dann auch so keine Probleme gibt. Aber es wurde eigentlich auch. Hab dann nochmal mit dem Typ gequatscht und der meinte, ja, ist kein Problem, einfach verlinken. Wäre easy. Und was ich immer ganz schnell mache, das sieht das auch doof aus, wenn hier noch so eine Crossing Station rumsteht. Also Leute. Das war ein Krampf. Das war richtig ein Krampf, das aufzubauen. Aber es war es wert. Na gut, jetzt mache ich aber mal hier die Musik ganz kurz weg. Die Musik wollen wir jetzt bis zum Ende des Videos hören. Könnt ihr schon mal auf die nächste Folge freuen, wo Müller dabei ist. Der kennt das nämlich ganz auch noch nicht. Ich mache jetzt erstmal wieder die normale Musik an. So. Und ich würde sagen, dann machen wir jetzt auch heute mal etwas ein bisschen Produktives, würde ich sagen. Und zwar haben wir uns überlegt, also Müller und ich haben ein bisschen diskutiert. Erstmal hier nochmal, ja, ich muss dringend mal Jederit nachfahren. Geht auch weg. Auf jeden Fall hatten wir uns überlegt, essensmäßig sieht es zwar schon ganz gut aus, aber wir wollen noch ein bisschen mehr. Und ich glaube, das kann auch ein bisschen leiser. So. Ja, auf jeden Fall haben wir uns überlegt, komm, das kann auch ein bisschen mehr. Also mit so ein bisschen Furz wollen wir uns nicht abgeben, wenn, dann wollen wir auch richtig übertreiben. Und haben uns überlegt, komm, wir beide sind verrückt, lassen wir uns noch einen Fischer aufbauen. Strom haben wir ja. Also gut. Gott, ich brauche dringend eine neue Maus. Oder mal ein ordentliches Mauspad. Meine fängt dann teilweise am Bett an zu kleben. Also ich bin ehrlich, meine Hand ist manchmal so ein bisschen schwitzig und das geht dann immer auf die Platte von meinem Schreibtisch und das hängt sich dann einfach mal, ja, ich glaube, ihr wisst Bescheid. So, Fischer wollen wir aufbauen, nochmal ganz kurzes Update hierzu. Das habe ich mal ein bisschen abgeändert, weil dann nicht alles abgebaut wurde. Also ist jetzt wirklich nur eine Ebene groß. Aber dafür wird jetzt auch alles erfasst. Holz wird auch nicht mehr abgefarmt. Und ja, wie soll ich sagen, ob die Farm ertragreich ist? Ich glaube nicht. Nee, das ist kacke. Müssen wir auf jeden Fall nochmal automatisieren. Und eisenmäßig sieht es auch schon eindeutig besser aus. Gut. Hä? Ach, das ist doch ein Rumwex. Was ist denn das? Tingierbusch. Oh, lass mal das mal machen. Dann können wir wenigstens hier so ein bisschen mal das Zinn auch gebrauchen. Müsste da jetzt so sein? Ja, Tingierbushing und dann Iron Gear. So, was braucht man noch? Wir brauchen Plastik-Cheats. Davon haben wir, glaube ich, noch zwei. Jawohl, ja. Zwei Buckets. Bucket. Oh, nehmen. Ah, komm, können wir auch einfach einen neuen machen. Doof. Was brauchen wir für eine Machine Frame? 4 Eisen. Dann machen wir nochmal 5 dazu. Und Zinn brauchen wir 4. Gut, Glas sollten wir noch da drin haben. Jawohl. Ah, lol, ich sehe jetzt erst. Ich habe es gerade gesehen. Dass man aus dem Quiet Clear Glass normales Glas machen kann. Gott, ich bin ein Dödel. Ich bin so der Dödel. Gut, was brauchen wir noch? Ein Redstone Reception Coil und eine Angel. Gold? Nein, Kohle braucht man nicht.
So, die Reception Coil haben wir. Und jetzt noch Stiggies, Stringies und Uno Angel. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich es auswendig hinkriege. Bucket, Bucket, Gear, Gear, Machine Frame, Reception Coil und Plastic Sheets. Ey, cool, ich hab's sogar geschafft. Alter, hat die mich gerade erschrocken. Hier lebt keiner. Gut, den müssen wir dann noch aufbauen. Das hatte ich hier vor. Aber auch dann wirklich hier wieder was schöner machen. Ja, schöner. So sieht das bei Dosh aus. Schöner. Ja, komm, dann mache ich das hier dann mal so. Oh, oh. Das noch hier richtig machen, ansonsten reicht mir Mulle wieder den Arsch auf. Gut, Hals weg. Was wir auf jeden Fall jetzt noch brauchen, jetzt können wir doch die Buckets brauchen, ist gut, dass ich die da gelassen habe. Wir brauchen 2 Mol Water. Einmal dahin. Einmal dahin und dann noch hier ausgleichen. Wundervoll. Und was wir auch noch machen, haben wir noch eine Truhe über. Truhe, eine haben wir noch. Sehr schön. Dann brauchen wir 8 davon. 8. Davon, denn wir machen jetzt noch eine wundervolle Diamanto-Chest. Weil das könnte über die Nacht dann doch ein bisschen sehr voll laufen. So, Diamant-Chest. Und eine Energiekabel, haben wir noch eins? Ah, das ist noch ein paar. Gut, Energie haben wir. Der bekommt jetzt auch Saft. Und die Diamond Chest drauf. So, auf jeden Fall. Das sollte dann jetzt erstmal hier arbeiten. Sollte jetzt hier langsam volllaufen. In der Zwischenzeit, jetzt haben wir ja so einiges an den EP-Berries. Was wir mal gerade machen können. Ja, die ganz allen fressen. Nee, wir machen das anders. Wir hauen die EP-Bären mal kurz weg. Und schauen, dass wir das mal automatisiert kriegen. Nehmen uns dafür noch ein paar Barrels. Glaube ich besser. Und dann klatschen wir die mal hier hin. Machen das hier noch weg. Oh, da war ja was. So, 1, 2, 3, 4, 5. Eigentlich bräuchten wir noch eins. Das machen wir jetzt auch noch. Ja. Ein Pressure Plate natürlich, das wollte ich. Ach, dann machen wir jetzt einfach hier alles auf einmal. Slabbies. Ruhe. Haben wir noch einen auf Vorrat. So. Die hauen wir da rein. Machen die fest. Alles so reinhauen. Alter, das könnte viele Level geben.
Und wieso habe ich jetzt das andere Barrel doch noch reingeklatscht? Das ist eine gute Frage. So. Hier die Tenor-Barrel ist weg. Und die Copper noch. Ach, hat er da noch. War da noch richtig. Ich bin auch mit dem Leck, ne? Echt, ich schlabe heute wieder so eine Kacke, das ist unglaublich. So, auf jeden Fall. Was wir jetzt noch brauchen, sind Item-Conduits. Wo haben wir sie? Da sind sie. Dafür brauchen wir Pulsating Iron Nuggets und Conduit Binder. Oder Binder. Ach, davon haben wir sogar noch. Hat sich erledigt. Haben nichts gesagt. So, wo ist die Yeta Ranch? Ich glaube, das habe ich gerade ein bisschen verdüdelt. Active without signal. Und dann sollte ich jetzt eigentlich das soll alles da rein. Ja, hier. Hallo, hier. Oh, danke. Jawohl, jetzt wird doch hier alles schön abgesaugt und hier schon eingeordnet. Und das, was übrig bleibt, kommt dann halt in die Truhe rein. So wollte ich das. Gut, jetzt haben wir schon überlegen, was man noch machen könnte. Oh, hier haben wir schon zwei Fische. Ah, ich wüsste noch, was man machen könnte. Wir nehmen noch ein bisschen Erde. Nein. Hier die Enderlilies. Nehmen wir zunächst mal eine Axt mit. Wir wollen jetzt endlich mal hier die Enderlilies anpflanzen. 3, 4. So. Das war mir schon länger da im Auge, dass sie einfach nur hier wird rumladen. Sehr schön. Hier mal fertig. Hier die Weizenfelder müssen wir eigentlich auch noch raushauen. Auf jeden Fall, das kann jetzt hier alles schön wachsen. Ich mache mein Inventar in der Zwischenzeit wieder leer. Kabel kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Tschüss, 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 tschüss. Das ME-System hat sich nicht aufgefüllt, da wollen wir noch, wie gesagt, ein paar Festplatten machen. Ich würde sagen 18 Minuten, das bleibt dann halt mal eine kürzere Folge. Na, noch einen Fisch bekommen? Oh, nur auch Salmon. Ah komm, den einen Fisch warten wir noch ab, ich will noch wissen, was das wird, ob das auch ein Rohfischer, ein roher Fisch wird. Roher Fischer, Der ist nämlich jetzt auch fertig und wir haben, ein Rohfisch, okay, schade. Gut, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkungen, Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.